Hallo, kommt rein, nehmt euch einen Platz, setzt euch in unsere Runde. Ich bin Andrea und ich bin kerzensüchtig. Ich habe vom Grandelbart ein Päckchen bekommen, weil ich hatte bei seiner Verlosung gewonnen. Und es waren die Frühjahrsdüfte von Yankee Candle und dabei ein bisschen Schoki. Und da gucke ich mal eben mit euch ins Paket. So, einmal ist das der Sunny Daydream. Ich habe die Düfte zwar jetzt teilweise da gehabt, weil ich ja bei Yankee Candle inzwischen schon bestellt habe. Aber ich bin froh, dass ich sie jetzt nochmal bekomme. Weil zum Teil habe ich sie ja schon weggedüftelt. Oder halt jemand anders hat sie sich unter den Nagel gerissen und ich gesagt, ja komm, nimm. Ja, der Sunny Daydream ist ein sehr blumiger Duft, aber auch ein leichter Duft. Ist nicht ganz so mein Duft. Also irgendwas ist da drin. Also auch warm, der ist mir... Ich mag parfümige Düfte, aber der ist mir, glaube ich, zu altrischen parfümig, oder? Na, ich weiß nicht. Also warm hat der mich auch nicht super überzeugt. Aber der hat ja da draußen ganz viele Liebhaber. Ja, ich glaube... Den werde ich auch noch mal zur Hälfte verdüfteln und zur Hälfte kriegt den meine Tochter. Die wird sich drüber freuen. So, dann ein Liebling von mir. Der Lemon Herb Lemonade. Das ist keine süße Limonade. Das ist, ja, wobei jetzt kommt es mir gerade süß vor. Ja, eine Limonade mit Kräutern drin und so richtig. Ja, manche haben gesagt Almdudler. Aber einen Almdudler mag ich nicht riechen, den mag ich auch nicht trinken. Die, finde ich, riecht viel frischer und ja, die ist einfach toll. Es ist allerdings, glaube ich, Ingwer drin. Wer keine Ingwerdüfte mag, für den ist es nichts. Aber ich finde, es ist ein ganz toller Duft. Sehr erfrischend und kein bisschen Klostein oder Reiniger. So, dann ein ganz anderes tolles Schätzchen ist der Afternoon Escape. Da habe ich von vielen gehört, dass der denen zu maskulin ist. Ja, er ist ganz spur maskulin. Ah, vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber ich mag das ja. Und ich finde den ganz toll. Der ist grün, leicht blumig und... Herb dabei, das Maskuline. Ich finde den toll. So, und dann haben wir noch den Roseberry Sorbet. Und den kenne ich noch gar nicht. Den hatte ich mir nämlich nicht mitbestellt gehabt bei Yankee. Und der überrascht mich positiv. Ich habe von vielen gehört, dass die Rosennote sehr stark ist. Und die das in Verbindung mit der Beerennote nicht wirklich mögen. Oder gerade erst recht mögen. Entschuldigung, Knochen. Frosch im Hals. Ja, und irgendwie finde ich es schön, ich bin ja nicht so der Beeren-Fan, dass das abgemildert ist. Ich finde den gar nicht verkehrt. Also, ich werde den jetzt mal warm testen, aber... Ich denke, wenn der sich warm gut benimmt, kann ich mir da noch ein paar Tarts von vorstellen. Ja, dann hatten wir den Camellia Blossom noch dabei. Den habe ich aber schon aus dem Paket raus. Den hat sich meine Tochter schon geschnappt. Das war nämlich nicht ganz so mein Duft und der ist mir viel zu pudrig. Ich finde, der geht in die Richtung Wedding Day und in die Richtung... Vanilla Sky, die sind mir auch beide zu pudrig. Ganz tolle Düfte, aber leider die Pudernote, die raubt mir irgendwie den Atem. Ja, dann haben wir halt noch ganz viel Schokolade. Da freue ich mich sehr drüber. Und was er mir noch reingepackt hat, und das fand ich total lieb, sind ein paar von den neuen Goose Creek Düften. Und wollen wir die doch auch mal eben durchgehen. Und zwar als erstes kann ich euch den Strawberry Pound Cake zeigen. Das ist hier so ein bisschen geschrebbelt, weil den habe ich schon in der Lampe gehabt.
Und ja, das ist halt der verbrauchte Wachs, den ich da rausgebröckelt habe wieder. Für mich hat er nicht viel Kuchen. Also ich finde, kalt riecht man die Kuchennote noch eher. Es ist eine für mich nicht 100% authentische Erdbeere. Aber für das ich eigentlich gedacht habe, dass ich den gar nicht mag, weil er mir zu künstlich, zu, keine Ahnung, kalt gefiel er mir nicht, habe ich ihn warm drin gehabt. Und er hat mich an einen Erdbeerjoghurt erinnert. Also keinen Erdbeerkuchen, sondern er riecht für mich wirklich wie ein Erdbeerjoghurt. Ich mag ja nicht so gern diese säuerlichen Noten. Aber wer zum Beispiel den... aber wer zum Beispiel von euch den Summer Scoop mochte, für den ist der was. Und auch geht der in die Richtung von dem letzten Osterduft, dem Shake. Wie hieß er denn jetzt noch? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Mir hat er nicht gefallen. Ich komme nicht drauf. Ihr wisst aber alle, welchen ich meine. Den alle lieben, außer ich. Und dann gibt es den Pink Beach. Das soll ja ein Dupe zu Pink Sand sein. Da ich Pink Sands aber sowieso nicht kenne, bin ich mal gespannt. Ja. Also mir gefällt er. Ich habe aber ja auch den Pink Sands nicht schon über. Wie alle, die ihn nicht mögen, sind ja, dass die den schon so lange gedüftelt haben, dass sie nicht mehr riechen können. Es ist ein fruchtiger Duft, der aber auch irgendwo noch was Florales oder Hellhölzeriges hat. Es ist schwer zu sagen, was da alles drin ist. Das sind, glaube ich, ganz viele Komponenten. Aber ich finde den gar nicht verkehrt. Dann haben wir den Cotton Candy. Und das ist für mich ein leichter, süßer Beerenduft. Der erinnert mich jetzt gar nicht an Zuckerwatte. Gut, der kann bei einem schönen Wetter mal in die Lampe, aber es ist jetzt nichts Besonderes. Und Cotton Candy hätte ich gedacht, viel, viel süßer, fluffiger. Gartenhaus. Da bin ich ja ganz gespannt, weil der sehr grün sein soll. Der hat aber auch was Fruchtiges mit drin. Was hat der da mit drin? Mangos oder sowas? Mango, Ananas, sowas in die Richtung. Also nichts total Zitrisches. Ist nichts Apfeliges. So eine weichere, warmere Frucht. Der gefällt mir aber sehr gut. Da bin ich gespannt. Ich denke mal, der wird als erstes von denen alle in die Lampe wandern. Und jetzt habe ich noch einen, der ist mir aber runtergefallen. So, und dann haben wir noch den Schoko Angel Food Cake. Ja. Und den Angel Food Cake habe ich ja geliebt wegen... der fehlende Butternote, das war ja ein ganz leichter Kuchen. Und diese Birnennote fand ich halt toll. Und die soll der ja auch haben. Das soll ja eigentlich der gleiche sein halt als Schoko. Ja gut, die Schokonote ist wirklich... Es ist keine dunkle Schokolade, es ist eine helle Vollmilchschokolade. Eine sehr süße. Aber so leicht... Das, was bei mir bei Schokolade leicht, leider oft muffig ist... Hat der auch. Aber ein Stückchen tut keinem weh, den werde ich testen. Die Birnennote kann ich leider so kalt jetzt gar nicht riechen. Ich hoffe, dass die warm rauskommt. So, und das war's dann schon. So, und dann kommen wir noch zum Paket, was so, so lange überfällig ist, dass ich euch davon erzähle. Und zwar hat die liebe Lichterfloh mir ein Weihnachtspäckchen geschickt. Und
da waren einmal, hat sie mir eine von ihren Geburtstagstafeln gegeben. Und da habe ich mich so wahnsinnig drüber gefreut. Und ja, das ist ein ganz leckerer Schokokuchen. Und ich finde, der hat irgend noch was mit drin, dass die nicht muffig riecht. Irgendwas Fruchtiges ist da auch noch mit drin. Ja, aber da das ja ein Custom-Duft von Lichterfloh war, kann man ja auch nicht sagen, was da wirklich drin ist, ne? Ja. Lichterflohs Birthday Cake. Eine ganz tolle Tafel und meine allererste Tafel. Ja, ich freue mich so. Und sie hat mir nicht nur die geschickt, sondern hat auch noch ein bisschen was dabei getan. Und zwar Olafs Wisch und Peppermint. Und die sind beide, ich weiß nicht, ob ich es gerade nicht gesagt habe, von Bea's Wax Bakery gemacht. Und schaut mal. Mit Pailletten drauf. Und dieses Weiß mit dem bisschen Blau. Und das ist eine ganz tolle Minze. Kein bisschen Badeschaum oder sowas. Richtig feine ätherische Minze. Ja, und die erinnert einen wirklich an diese Wick-Blau-Bonbons. Ich habe die nie gemocht, die waren mir zu scharf. Aber meine Oma hatte ständig einen Wick-Blau in der Tasche. Ich glaube, die hatte da ein Jahresabo von. Und es heißt ja Olafs Wisch und Peppermint. Ich rieche jetzt nur die Pfefferminze. Ich bin mal gespannt, ob man warm noch... was wünscht sich Olaf? Eigentlich wünscht Olaf sich Sonne. Ich bin mal gespannt, ob man da noch so andere Momente rauskriegt, wenn der warm ist. Aber ich liebe Olaf. Ich finde zwar den Film und ich kann Eisprinzessin nicht mehr hören und sehen, aber Olaf ist toll. Und Sven. So. Und ein Tart Crackling Woodfire gab es dazu. Ja, und das Crackling Woodfire ist einer meiner liebsten Düfte, ne? Gar nicht so rauchig, wie man eigentlich denkt. Jedenfalls empfinde ich ihn nicht so, sondern man riecht den Kamin, man riecht das Holz, es ist gemütlich. Einfach ein gemütlicher Kaminabend. Und dann gab es noch dazu ein komplettes Melt von dem Cozy Kitten. Ja, und das ist halt auch ein Duft wieder, ne? Der mir ganz toll gefällt. Und wie Welcome Home. Nee, wie heißt der? Ich rede mich heute um Kopf und Kragen. Home und Welcome, so rum, ne? Und Stay Home und so. Halt die ganzen Katzendüfte. Der hat einen Wäschemoment, aber was ganz Weiches, was Gemütliches. Den finde ich ganz, ganz klasse. Und da habe ich schon einige Ecken von meinem weg und da freue ich mich, dass ich ein Backup habe. Ganz lieben Dank, Marei, dafür. Hallo, meine Lieben. Mich hat weiterhin jemand mit einer Überraschungspost erfreut. Und zwar die liebe Pusteblume mit Herz. Ihr Kanal ist unten in meiner Kanalübersicht verlinkt. Bei allen Kanälen, die ich gerne selber schaue und die ich euch empfehlen kann, schaut mal vorbei. Und zwar macht die Pusteblume auch sehr gerne Seife selber. Und ich habe nur mal eine Frage gestellt gehabt und da sagt sie, weißt du was, ich schicke dir ein bisschen was. Und da habe ich mich so drüber gefreut. Und jetzt möchte ich die euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ein bisschen Wachs hat sie mir auch dabei gepackt. Ich greife jetzt einfach mal raus und dann gucken wir uns zusammen an, was die Tüte so enthält.
Von Happy Melts, da hatte ich noch nicht oft was. Dear Coquette heißt der Duft. Von Happy Melts, Dear Coquette. Ich bin gespannt. Darunter vorstellen kann man sich unter dem Namen nicht wirklich was. Ja, der Duft hat viel Vanille. Mir kommt er jetzt erstmal vor wie ein Foodie-Duft. Weil irgendeine. Ich glaube, der hat auch ein bisschen was Florales, aber die Vanille ist eher eine Foodie-Vanille. So richtig einordnen kann ich den nicht, aber schaut mal, das ist so ein schönes Herzchen mit lila Glitzer dran und richtig dick. Da bin ich mal gespannt. Den werde ich in der Lampe testen und gucken, in welche Richtung er geht. Weil bei Coquette habe ich eigentlich eher an was Florales gedacht und nicht an die Foodie-Schiene. Ich bin mal gespannt. So, dann hat sie mir ein kleines Stückchen dabei getan von einer Tafel. Und zwar Pinocchio und Cola von der Bär. Das habe ich bei ihr schon öfter gesehen, dass sie sich den bestellt hat. Den findet sie wohl auch richtig toll. Okay, die Cola rieche ich sofort. Aus was besteht der Pinocchio? Ich habe jetzt so ein bisschen an eine holzige Note gedacht, irgendwie was verspielt, kindlich holziges. Für mich ist das eher ein Mezzo-Mix-Duft, also so ein Spezi mit einem Kaugummi-Anteil. Also die riecht unheimlich nach Kaugummi. Ich sag mal, einem Spezi-Kaugummi, so rum. So, und dann haben wir Italian Sunset von Moonshine Melts. Schönes Label haben die. Und da ist das hier so eine Mini-Waffel. Ich glaube, meine Nase ist kaputt. Ich rieche hier wieder. Ich rieche hier wieder was Foodiges. Aber ein Italian Sunset. Okay, unter Italian Sunset könnte man sich auch was Foodiges vorstellen, aber nicht so. So von wegen, man sitzt mit seinem Partner Spaghetti essend bei vielleicht direkt am Meer auf einem Balkon oder auf einer Terrasse von einem guten Restaurant und isst Nudeln mit Tomatensoße. Ja, davon möchte ich aber keinen Duft. Aber so ist der auch nicht. Der hat schon was Sandelholz- oder Moschusartiges. Ja, je länger ich dran schnupper, so wollte ich das sagen, geht die Foodie-Note etwas weg. Also er hat etwas Dumpfes, was so die Abendstimmung transportiert. Aber ich hätte jetzt gedacht, irgendwas Blüten, die in den Büschen nebenan wachsen, weil jetzt so einen typischen Strandduft, Kokos-Ananas, passt ja nicht nach Italien. Das wäre ja Tahitien-Sunset oder sonst was. Aber hier Italien, so ein paar Blüten sind ja schon da. Die hätte ich eigentlich erwartet. Ich bin mal gespannt, wie der warm wird. Was ich jetzt rieche, ist eine foodige Vanille mit irgendeiner dumpfen Note, entweder Moschus oder, ja, für Sandelholz ist er nicht parfümig genug. Ich bin mal gespannt. So eine kleine Portion, die werde ich nicht weitergeben, das werde ich immer ausprobieren.
So, dann muss man nochmal in die Tüte greifen. Ich hole mal wieder zwei oder drei raus. Entschuldigung, dass ich mal so rübergreife, aber ich habe... Oh, hier ist was ganz Weiches. Moment. Traumdüfte Cheesecake. Bin ich mal gespannt. Der sieht etwas schmieriger aus. Ob ich danach noch was finden kann. Ich rieche mal lieber nur so. Da kommt mir jetzt gar nicht so Foodie rüber. Der ist mir eher... Ne, ich glaube, der gefällt mir aber auch nicht. Ja, wie würde ich den jetzt beschreiben? Ich habe eher die Note von einem Stück Käse, der schon älter ist. Eine wirkliche Kuchennote kommt mir hier nicht rüber. Und bei einem Cheesecake, das ist ja oft mit Quark, wird der ja eher gemacht. Und das ist so ein fluffiger Käseteig. Und oh, ich liebe den zu riechen, wenn der aus dem Ofen kommt oder von Anna mitgebracht wird. Selber backe ich ja nicht wirklich. Aber der hier erinnert mich da gar nicht dran und hat eher so eine Muffig-Käsenote. Nee, das wird kein Liebling. Probiert wird er trotzdem, weil wer weiß, ob der warm nicht super toll ist. Und ja, schauen wir uns mal das nächste an. Das ist ein Stück von einem Brittle. Marshmallow Pumpkin Latte. Marshmallow, lecker. Von wem war der überhaupt? Von Bär. Ja, man riecht, der Kaffee ist, Latte ist wirklich ein Kaffee gemeint. Den Pumpkin oder die Pumpkin-Gewürze in einem Latte. Pumpkin-Latte ist ja meistens nur die Gewürze des Pumpkins und nicht selber der Pumpkin. Die nehme ich jetzt gar nicht so stark wahr. Also, es ist kein überwürzter und... Ja, das Marshmallow, total süß wird. Der ist richtig süß lecker. Dankeschön. Da freue ich mich richtig groß drüber. Und ich habe mir die Tüte viel zu weit weggeschmissen. Und ich glaube, das war es an Düften. Dann kommen wir jetzt zur Seife. Und die hat sie auch, guck mal, so schöne Förmchen. Und dann sind die zweifarbig gegossen. Und hier... Dann hat sie, das finde ich so toll, hier mit so einem Paketband das eingepackt. Dadurch wirkt das noch mehr handgemacht und edler irgendwie so. Dadurch, dass das so grob verpackt ist, finde ich das total klasse, weil es so richtig handwerklich aussieht. Und da hat sie beigeschrieben Haarseife, aber zwei davor. Vielleicht Haarseife Nummer zwei oder dass sie die durchnummeriert hat. Achso, nee, das ist der die Zutatenliste, was so drin ist. Avocadoöl, Kokosöl, Rizinus, Vollkornroggenmehl, Nao, keine Ahnung. Und dann Farbe natürlich. Ja, und die riecht... Oliven habe ich vorgelesen? Nee, Oliven habe ich gar nicht vorgelesen. Avocado. Aber die riecht wie so eine Olivenölseife, wie man kennt, so diese gesunden, natürlichen Seifen. Also die hat jetzt nicht unbedingt, dass die nach irgendwas wie bei den Kerzen wachsen so riecht, sondern die riecht einfach schön nach einer natürlichen Seife. Die wird ganz toll. Und ist eine Haarseife. Da ist das schön, dann kann ich das auch mal ausprobieren. Ich habe im Moment die Haarseifen von... Nee, Haarseife nicht, sondern Haarshampoo. Festes Shampoo, das ist nämlich nochmal ein Unterschied.
von Eve Butterfly Soaps. Habe ich euch ja mal in einem Unboxing gezeigt. Da habe ich immer noch was von, bin super zufrieden. So, mit Liebe selbst gemacht, steht hier auf dem Anhänger drauf. Seife für den Körper. Guckt euch mal die Marmorierung an. Und dann sind da auch noch, könnt ihr das sehen, zwei Sterne drauf. Von hinten. Schaut euch das an. Ist das nicht toll? Und auch so verpackt, dass der Anhänger dran ist. Nach was riechst du? Die riecht nicht so kräuterig wie die vorige. Aber trotzdem so natürlich. Also die hat nicht einen künstlichen so, dass sie gesagt hat, ich muss da jetzt unbedingt Rosenduft reinballern oder sowas. Was ist denn hier der Hauptbeanstalter? Da ist Olivenöl drin. Distelöl. Kokos. Reiskern. Kakaobutter. Hört sich alles sehr gesund an. Es riecht aber nicht gesund, es riecht schön. Natürlich. Und ich freue mich darauf, mich damit zu duschen. Super. So. Und sie hat mir richtig viel reingepackt. Schaut euch mal das an. So wie mit so eine Bienenwaben in klein. So eine Maserung. Und oder wie so Spitze. Hier wird es ja so ein bisschen gezogen. Ein Spitzendeckchen. Seife für die Haare ist die wieder. Und die ist ja so gelb-grün marmoriert. Und da ist... Ja, es sieht ziemlich von den... Hanföl ist hier noch drin. Und Mangobutter. Aber auch Avocadoöl, Kokosöl und sowas. Riecht man die Mangobutter da draus? Ach, ich könnte mir jetzt einbilden, dass ich da eine fruchtige Note rieche. Aber sicher bin ich mir da nicht. Aber bildhübsch, ne? Total schön. Haben wir noch zwei Stückchen hier. Seife. Olivia, Ausrufezeichen. Okay, Olivenöl, Rizinusöl, Kokosöl nativ, Koriander und Orangenduft. Schaut mal an. Ja, doch, ganz, ganz dezent rieche ich die Orange. Aber das ist wirklich sehr dezent. Ich denke mal, wenn man die aufschäumt, dann merkt man das erst recht. Aber freue ich mich total drüber. So, und dann haben wir hier noch so ein kleines Stückchen. Körperseife, ohne Farbe und ohne Duft. Ja, und den mag man. Die riecht gesund, natürlich. Aber dann habe ich da wirklich einen Duft gerochen und mir den nicht nur eingebildet, weil... die riecht wirklich neutraler. Aber die riecht nicht schlecht. Also es ist nicht, dass man jetzt sagen würde, oh, das ist alles natürlich, die riecht muffig oder so. Gar nicht. Die riecht, das riecht wirklich schön. Gucken wir mal. Ein Teil ist da noch drin. Okay, das war das kleine Briefchen von ihr. Und jetzt habe ich dazu den Anhänger irgendwie. Irgendwie habe ich jetzt, ist mir, vielleicht beim letzten Mal auspacken oder so, ist mir der Anhänger flöten gegangen. Das ist ein kleiner Gugelhupf und der ist so blau-grün marmoriert. Seht ihr das? Hier sind so blaue Streifen mit drin. Kommt in der Kamera jetzt nicht so gut rüber, ne? Die hat auch einen leichten Duft. Aber ist auch schön. Ja, aber irgendwo wird da in der Tüte oder daneben gerade abgegangen sein der Anhänger. Und dann werde ich wissen, ob ich die für die Haare nehme oder für den Körper oder was. So, damit wären wir da durch. Ich habe mich total über den Brief gefreut, als der angekommen war. Entschuldigung, dass der jetzt erst kommt, hier diese Review.
Ja, ich muss jetzt alles nachholen. Gedreht habe ich es schon. Jetzt ist es viel früher, als ihr es seht. Aber ich kann die ganzen Sachen nicht bearbeiten, weil ich immer noch keinen Computer habe. Ja, dann danke ich euch erstmal fürs Zusehen. Ich danke der Pusteblume mit Herz. Gebt es in YouTube ein und sucht es euch mal. Ganz lieb für den Brief. Ich habe mich total gefreut. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Mich hat ein Ü-Paket erreicht. Und zwar ist das nicht von einer total Kerzensüchtigen, sondern von einer guten Freundin von mir. Und die düftelt auch ein kleines bisschen. Und sie hat sich jetzt, wollte mir auch unbedingt eine Freude machen. Und ich finde es toll, dass sie mir was zusammengepackt hat. Wir schauen mal zusammen rein. So, als erstes kommt hier so eine komplette Batterie von Airwick. Das ist von der LifeSense-Linie. Das verändert sich nach einer Zeit, das Wachs. Das ist gemütlicher Kaminabend. Gut, da denke ich, das wird ein bisschen rauchig sein. Vielleicht so ein Rockgeruch-Tee-Moment, den man sich macht, wenn man vorm Kamin sitzt. Und vielleicht so ein bisschen kaschmirmäßig, vielleicht auch ein bisschen holzig wegen dem Kaminholz. Wir schnuppern mal. Ich rieche Zimt. Ich rieche Apfel. Und jo. Ein bisschen könnte ich mir vorstellen, Holz zu riechen. Ich rieche aber nichts Rauchiges und mal gucken, was steht denn da noch jetzt. Feuerholz, Orangenschale, Zimt. Feuerholz, ja, so richtig rauchig war es nicht. Aber Orangenschale, Zimt habe ich ja rausgerochen. Orangenschale ist wahrscheinlich das, was ich als Apfel gedacht habe. Wobei mir Orange warm wesentlich lieber ist als Apfel. Da bin ich mal gespannt, aber der wird wohl bis zum Winter wieder warten. Ich hoffe nicht, dass es noch mal so kalt wird. So, dann haben wir noch von Airwick. Ich stelle es mal zwischendurch ab. Ebenfalls von Airwick, Träume vom Paradies. Das wird wohl Ananas-Kokosduft sein. Nein. Eher was. Das ist eher was Florales mit drin. Leicht fruchtig ist er trotzdem. Aber da ist was Florales drin. Muss ich mal auf der Internetseite gucken, ob ich dazu irgendwas finde. Wenn ja, versuche ich euch das mal einzublenden. Dann haben wir den Tag am Meer. Das wird wohl was Aquatisches sein. Wobei ich die anderen Male ja jetzt auch falsch gelegen habe. Doch, der ist aquatisch. Und der hat eine Fruchtnote mit drin. Das ist ein Badezimmerduft, aber nicht so aquatisch, reiniger, klosternmäßig. Also das ist ein ganz sanfter Duft. Also ich könnte mir auch vorstellen, den im Sommer vielleicht im Wohnzimmer zu verdüfteln. Aber ich denke eher, es wird ein Badduft sein. So, da haben wir noch einen Airwick. Ich versuche das mal so ein bisschen in der Reihenfolge rauszupicken. Süße Versuchung. Würde ich jetzt fast sagen, das ist Ananas. Also das kann ich jetzt nicht einordnen. Man riecht bei dem Stück den Wachs sehr stark durch. Der muss warm getestet werden. Weil so richtig
Was Kuchen und Teigiges kommt mir da jetzt nicht durch. Besonders süß finde ich ihn jetzt auch nicht. Also ich habe eher das Fruchtige, so Ananas, irgendwas in der Richtung, in der Nase. Ich schau mal gerade. Die sind alle von einer anderen Sorte. Jetzt haben wir dazwischen einen Scentsy-Duft. Route 88. Den kenne ich gar nicht. Nicht die Route 99. Hätte ich mir jetzt ganz was anderes vorgestellt. Aber vielleicht könnt ihr mir ja auch sagen, was mit Route 88 gemeint ist. Weil da hätte ich jetzt eher Assoziationen zu was Grasigem. Kiwi, Melone. Nee, eher Kiwi als Melone. Also was Fruchtiges, Grasiges. Und das 88, vielleicht liegt es ja... Ist es was ich nicht weiß. So, und dann ist drin von Itchy der Summer Beach Party. Also Yankee Candle Home Inspiration. Und da mir das zu lang und zu kompliziert ist, sage ich jetzt Itchy. Das stand hier so schön drauf. Ich denke, komm, das übernimmst du jetzt in dein tägliches Vokabular. Ja, und der riecht nach Ananas. Ich finde, der hat keinen Kokosmoment. Der hat noch was Blumiges drin und leicht aquatisch halt. Der riecht angenehm, aber jetzt auch nicht so besonders. Also bräuchte ich kein Glas von. So, dann haben wir von Itchy den Peach Bellini. Welchen gibt es denn von der Sunny Brunch? Ne, das war der Strawberry Bellini. Ich habe jetzt gedacht, die haben den auch einfach nur... Ne, und der gefällt mir nicht. Das ist ein künstlich. Vielleicht ist er da deswegen sogar authentischer als andere Pfirsichdüfte. Aber der hat so eine strenge. Wie soll ich die Note beschreiben? So eine starke Unternote, irgendwas. Als. Vielleicht wie die Schale davon oder so. Nicht mein Favorite-Duft. So. Dann haben wir den Bright Grapefruit. Ich will die Tüte nicht zerreißen, aber... Der gefällt mir besser. Da ist aber noch außer der Grapefruit was anderes drin. Der ist süß, also man merkt dieses säuerliche Herbe der Grapefruit, aber nicht übermäßig. Also da ist noch zusätzlich was Süßes und noch irgendeine andere Frucht, die den abmildert. Ich hätte jetzt gesagt, da ist eher noch Pfirsich oder Aprikose mit drin. Der gefällt mir wesentlich besser. So, dann den kenne ich, den Vanilla Orchid. Der ist toll. Ja, der ist so, wie ich ihn in Erinnerung habe. Das ist blumig, aber pudrig blumig, sanft. Ich finde den richtig klasse. Auch wenn man nicht so ein Blumenliebhaber ist, denke ich, kann man den... dass der einem noch gefällt. So, dann haben wir die White Hammock, die Hängematte. Ja. Also da habe ich jetzt auch was Ozonisches und
was Weiches, wie als wenn es am Strand eine Hängematte ist. Und dass die White Hammock, dass das da steht. Also, wenn man Farben und Düfte vergleichen kann, dieser Duft ist auf jeden Fall weiß. Also ich denke auch, da sind noch weiße Blüten mit drin. Also der ist sehr schön, der gefällt mir richtig gut. Es ist auch schon so ein bisschen Spa. Es ist nicht dieser typische Strand, Sun and Sands Duft und sowas. Es ist eher was ganz sanft, blumiges, nicht so doll pudrig, leicht pudrig. Den finde ich klasse. Dann haben wir noch den Afternoon English Tea. Nein, Indigo Tea. Afternoon Indigo Tea. Teedüfte mag ich ja ganz gerne. Da rieche ich jetzt nicht wirklich viel. Kann ich euch nicht sagen, wonach das riecht. Im Moment, da rieche ich nichts. Das müssen wir warm probieren, was da rauskommt. So, und dann haben wir zu guter Letzt Pink Litchi. Jo. Aber der ist auch schön. Holen wir mal raus. Also eigentlich denke ich ja, Litchis riechen nach gar nichts. Also ich wüsste nicht, ja doch, wenn man diesen Litchi-Saft kriegt, der riecht schon nach was, ne? Aber die Litchi-Frucht so, hat die wirklich einen Eigengeruch? Aber dieser Duft ist pinkfruchtig. Pink Litchi steht auch drauf. Also wie man sich die Schale so vorstellt. Ich würde auch sagen, der geht so ein bisschen in die Richtung Pink Sands oder sowas, ne? Aber der gefällt mir sehr gut. Fruchtig pinker Duft. Pink Litchi. So, und das war's schon mit dem Paket. So, ich hoffe, euch haben die kleinen Videoclips gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis bald.